Hallo und herzlich willkommen bei NewsProfi, dem Podcast für Profi-Juristen und alle am Recht Interessierten. Heute bin ich mit Wanda und Zivi unterwegs. Wir sitzen im Café und wir werden heute besprechen, was das Legal Literacy Project ist. Hallo ihr beiden. Hallo, es freut mich da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Hallo auch von mir. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein und sind schon gespannt auf die neue Podcast-Folge. Ja, super. Mich freut es auch, dass ihr heute dabei seid. Legal Literacy Project. Was genau ist das? Könnt ihr uns das mal erklären für diejenigen, die das noch gar nicht kennen? Das Legal Literacy Project ist ein gemeinnütziger Verein von Studierenden der Rechtswissenschaften und des Wirtschaftsrechts und auch von Absolventinnen. Und unser Ziel ist es, rechtliches Grundwissen in der Gesellschaft zu fördern. Zu diesem Zweck halten wir Workshops für Jugendliche zu grundlegenden juristischen Themen. Wie seid ihr eigentlich zu dem gekommen? Ich nehme mal an, ihr seid noch Studentinnen? Ja, genau. Wir studieren beide. Und haben an der Universität Wien am Juridikum von diesem Projekt mitbekommen. Ich habe zum Beispiel Plakate gesehen, ich habe eine Kollegin gehört, sie hat das Projekt in einer Lehrveranstaltung von mir vorgestellt und ich war direkt begeistert. Hat sich ziemlich cool an. Also ich muss sagen, zu meiner Studienzeit habe ich das noch nicht wahrgenommen, aber wie ihr mir im Vorfeld verraten habt, gibt es das Projekt schon seit 2014. Ja, genau. 2014 wurde das Legal Literacy Project gegründet. Damals nur in Wien und wir sind auch vom Legal Literacy Project Wien, aber mittlerweile haben wir schon 4 Standorte in Graz, Linz und Klagenfurt sind weitere Standorte. Okay, cool. Bevor wir weiter eingehen in die Materie, würde ich vielleicht vorschlagen, dass ihr vielleicht von euch, von eurer Persönlichkeit ein bisschen erzählt und was euch dazu bewogen hat, überhaupt Jus zu studieren und wie ihr dazu gekommen seid. Ja, gerne. Dann würde ich gleich mal anfangen. Ich habe Jus wirklich rein aus Interesse begonnen. Damals in der Schule war ich Schulsprecherin und bin im Jahr darauf in die Landesschülervertretung Niederösterreich gekommen. Also ich war in Niederösterreich in der Schule. Und war dann in der Landesschülervertretung Referentin für Schulrecht. Dort habe ich mich in das Schulunterrichtsgesetz eingelesen und in die Leistungsbeurteilungsverordnung und fand viele Regelungen sehr spannend und habe mich dann auch wie in einer Art Rechtsberatung versucht und habe Schülerinnen und Schülern ein paar einfache schulrechtliche Fragen beantwortet. Das hat mir gut gefallen und ich habe mir gedacht, naja, dann muss ich in diesem Zweig weitergehen. Darf ich dich gleich anschließend dazu fragen, das hört sich mega spannend an, was waren denn da die häufigsten Fragen, die dich die Schüler gefragt haben? Puh, das war sehr unterschiedlich. Zum Beispiel ging es um die Verwendung vom Handy im Unterricht oder negativ bewertete Mitarbeit und darf mein Lehrer das, darf er mir jetzt mein Handy wegnehmen? Okay. Zu solchen Fragen kam es. Spannend. Und wie gefällt dir, das hat dich quasi zum Jus-Studium gebracht. Wie gefällt dir das Studium jetzt? Hast du dir das darunter erwartet, was du jetzt quasi erlebst oder hast du dir das anders vorgestellt? Es hat mich auf jeden Fall motiviert zum Studium. Vom Studium war ich anfangs dann gar nicht so begeistert. Es ist natürlich eine große Massenveranstaltung. Es ist alles sehr unpersönlich. Es war für mich eine große Umstellung im Vergleich zur Schule. Ich hatte das Gefühl, es besteht sehr wenig Interesse für Studierende seitens von manchen Professoren. Natürlich nicht von allen, man kann das nicht verallgemeinern. Mittlerweile bin ich hineingewachsen und ich muss auch sagen, dass mich das Legal Literacy Project auf jeden Fall sehr motiviert, da ich jetzt noch einen weiteren Sinn hinter meinem Studium sehe. Super. Und nur, dass wir das klarstellen, ihr studiert beide am Wiener Juridikum. Ja, genau. Okay. Wie war das bei dir? Wie hat sich das entwickelt, dass du Jus studierst? Also bei mir hat sich das gar nicht so spannend entwickelt wie bei der Wanda. Bei mir bestand schlicht und einfach immer schon das Interesse für Strafrecht. Okay. Schon als Kind, weil das Strafrecht ist ja doch etwas, was vielleicht für einen Jugendlichen, der jetzt mit Jus nichts zu tun hat, doch am greifbarsten ist. Und so war das auch bei mir. Und für mich war immer, also schon als Kind eben klar, ich möchte unbedingt in diese Richtung gehen.
und habe dann auch meine Schnuppertage in einer Rechtsanwaltskanzlei verbracht, damals noch in der Unterstufe im Gymnasium. Okay. Da war ich 3 Tage. Und ich hatte wirklich das Glück, dass an diesen innerhalb dieser 3 Tage sehr spannende Gerichtsverhandlungen vorstanden, zu denen ich eben mitgenommen wurde. Super spannend. Und das hat mich einfach, vor allem als Kind, ist das ja was ganz Besonderes. Und das hat mich auf jeden Fall in der Entscheidung bekräftigt, diesen Weg wirklich dann letztendlich zu gehen. Mhm. Gesagt, getan. Und ich war vom Studium von Anfang an sehr begeistert und hatte auch das Glück, bei wirklich großartigen Professoren in den Übungen zu sitzen, die mich auch inspiriert haben. Und ja, meine Leidenschaft wurde entfacht und die ist nach wie vor vorhanden. Also, du darfst sie auch namentlich nennen. Okay, ja dann, wenn ich schon die Gelegenheit habe, dann ein großes Dankeschön an Herrn Professor Daniel Rubin. Bei ihm habe ich damals die Anfängerpflichtübung im Fach Zivilrecht gemacht. Mhm, ja. Und die Leidenschaft, die dahinter der Art und Weise, wie er vorträgt, steht, seine Persönlichkeit, das hat mich wirklich sehr inspiriert. Und definitiv meine Leidenschaft fürs Zivilrecht entfacht. Mhm, ja, ja. Und ja, in der Materie bleibe ich auch. Super, super. Also grundsätzlich hast du dich eigentlich über das Strafrecht bist du eingestiegen und jetzt bist du beim Zivilrecht quasi hängen geblieben. Das ist auch ein schöner Weg. Ganz genau. Wobei im Legal Literacy Project selbst bin ich dann wieder in der Strafrechtssparte. Okay, okay. Also ich möchte nicht ganz davon loslassen. Es sind einfach generell sehr spannende Materien. Also beide, sowohl das Zivilrecht als auch das Strafrecht. Und ich denke mir, wieso sich entscheiden, wenn man beides haben kann. Super. Habt ihr eigentlich juristische Vorbilder? Habt ihr da irgendwie eine gewisse Person, der ihr nacheifert? Wirklich Vorbilder habe ich nicht. Ich habe Arbeitserfahrung in verschiedenen Kanzleien gesammelt und da gab es immer wieder sehr inspirierende Persönlichkeiten für mich. Insbesondere in meiner letzten Kanzlei, in der ich ein Praktikum absolvieren durfte, das ist eine große Wirtschaftskanzlei, war ich einer Partnerin zugeteilt, eine sehr inspirierende Frau, eine sehr fleißige Frau. Und das gibt natürlich, also motiviert einen ja selbst und ist natürlich, wenn man so jemanden kennenlernt, mit dem ins Gespräch kommt, dann nutzt man auf jeden Fall die Möglichkeit, um da so viel wie möglich für sich selber mitzunehmen, für die Zukunft. Aber dass ich jetzt sage, konkret habe ich ein Vorbild, das habe ich nicht. Wie ist das bei dir? Auch bei mir ist das eher wechselnd und für mich sind Vorbilder oft aus meinem ganz persönlichen Umfeld, die auch gar nicht unbedingt Jus studieren, sondern für mich ist Vorbild, wer seine Ziele erreicht und wer glücklich mit seiner Arbeit ist. Und deswegen ist für mich niemand ein Vorbild, der einfach nur sehr viel arbeitet und sonst kaum etwas hat, sondern für mich muss das Ganze immer einen Sinn haben, wie das Legal Literacy Project. Und ja, das gibt mir Motivation. Das ist schön zu hören. Die Zivi hat mir erzählt im Vorfeld auch, dass ihr noch 3 Prüfungen fehlen. Wie schaut es bei dir aus? Bist du auch demnächst fertig? Und weißt du auch vor allem, was du danach machen möchtest? In welche Richtung es dich verschlägt? Ich bin jetzt Ende des 2. Abschnitts, das heißt, mir fehlt noch der ganze 3. Abschnitt. Ich bin noch nicht sicher, was ich danach machen möchte. Ich bin eher auf der Suche nach einem alternativen Job. Mhm. Direkt Anwältin möchte ich, glaube ich, nicht werden. Ich suche eher noch einen Job mit einer sozialen Komponente, wo ich noch einen höheren Zweck quasi habe als das juristische Thema an sich. Ich bin auch ich überlege auch bei Teach for Austria mitzumachen, falls euch das etwas sagt. Das ist eine Organisation, die für Bildungsgerechtigkeit eintritt, die Absolventinnen an sogenannte Brennpunktschulen schickt. Was für unsere Zuhörer, die jetzt keinen Begriff, was ich daraus machen könnte, was ist eine Brennpunktschule? Meistens eine Schule mit hohem Migrationshintergrund. Konkret geht es um neue Mittelschulen und es geht darum, benachteiligten Schülerinnen und Schülern zu helfen, an eine höhere Schule zu kommen und ihre Ausbildung hoffentlich mit Matura abzuschließen und dadurch auch, wenn sie aus einem Elternhaus mit wenig Geld kommen, eine gute Ausbildung abschließen zu können. Das ist
Das hört sich sehr, sehr spannend an. Und das finde ich sehr, sehr cool von dir, dass du dich da auch, dass du irgendwie hier den Zusammenfluss zwischen Recht und Sozialem versuchst, also die Brücke zwischen Recht und Sozialem zu schlagen. Also es ist eigentlich auch nicht so schwer in Wahrheit, weil da gibt es ja etliche Schnittpunkte, wo man ansetzen kann. Also coole Sache und ich bin mir sicher, da wirst du dir nicht schwer tun, was Passendes zu finden für dich. Ich würde mal sagen, es ist toll, euch jetzt ein bisschen besser zu kennen und würde vorschlagen, wir gehen gleich in unseren Hauptteil über, nämlich das Legal Literacy Project. Ihr habt ein bisschen schon erzählt im Vorfeld, was das ist, was das für eine gemeinnützige Organisation ist. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen mit eurer täglichen Aufgabe dort. Also wie läuft das genau ab? Was macht man da konkret? Ihr seid ja beide im Vorstand von der Organisation. Ist diese Organisation als Verein aufgebaut, juristisch gesehen? Wie sieht das aus? Genau. Das Legal Literacy Project ist ein gemeinnütziger Verein. Ganz wichtig ist hier also, wir sind nicht nur ein Verein, sondern eben ein gemeinnütziger Verein. Wir müssen einen gemeinnützigen Zweck verfolgen und der ist bei uns die Förderung von rechtlichem Grundwissen in der Gesellschaft. Wie erwähnt, machen wir das mittels Workshops für Jugendliche. Die Zivi und ich, wir sind beide im Vorstand. Ich jetzt schon zum zweiten Mal und darf dieses Jahr die Präsidentin von Wien sein. Cool. Wie lange ist da eine Periode? Unsere Periode dauert nur ein Jahr. Wir haben jedes Jahr eine Generalversammlung. Wir möchten, dass der Verein sich stetig weiter etabliert. Wir möchten immer frischen Wind hineinbringen und deswegen ist auch ein stetiger Wechsel wichtig. Wie viele Mitglieder hat der Verein? Wien hat aktuell um die 120 aktive Mitglieder. Aktiv bedeutet bei uns, jedes Mitglied hält mindestens 2 Workshops jährlich. Das heißt, aktive Mitglieder sind auch wirklich aktiv. Wenn jemand dann nicht mehr aktiv Mitglied sein kann, kann der oder diejenige auch in unseren Alumni-Verein gehen. Man kann auch noch nach dem Studium Mitglied sein, das spielt gar keine Rolle, oder? Genau, das ist gar kein Problem. Eher problematisch ist, dass die Workshops meistens vormittags stattfinden und diejenigen mit Arbeit eingedeckt sind. Allerdings halten wir auch Workshops an außerschulischen Einrichtungen. Die finden dann manchmal am Wochenende statt. Und wenn jemand wirklich engagiert ist, kann er auch diese Workshops machen und immer noch bei uns mitmachen. Außerdem gibt es auch noch andere Positionen bei uns im Verein. Es gibt eben den Vorstand. Dann haben wir auch noch unsere Directors. Die Directors betreuen ein Workshop-Thema. Wir haben nämlich insgesamt 11 Themen, die auch stetig aktuell gehalten werden müssen. Dazu haben wir fertige PowerPoint-Präsentationen und weitere Materialien, die wir unseren Speakern zur Verfügung stellen. Speaker, so nennen sich unsere Mitglieder. Okay. Und Zivi, eine Frage an dich. Wie qualifiziert man sich als Speaker und was sind so die gängigen Präsentationen bei euch? Also es gibt bei uns, wie vorhin schon erwähnt, 2 Möglichkeiten mitzumachen. Entweder über den Jahrgang, das macht man dann wirklich völlig freiwillig. Das kann man machen, wenn man von der WU kommt oder von der Uni Wien. Und dann gibt es noch andererseits die Lehrveranstaltung. Über die bin ich im Jahr 2018 zum Legal Literacy Project gekommen. Das ist eine Lehrveranstaltung der Uni Wien, die eben von Professoren und Professorinnen der Uni Wien auch betreut wird. Und die leiten auch die Inhaltsmodule. Und wir haben unterschiedliche Themen, wie Wanda vorhin schon gesagt hat, öffentliches Recht und Strafrecht. Im Strafrecht haben wir zur Verfügung Jugendliche im Strafrecht oder Cybermobbing. Ich war damals im Cybermobbing, beziehungsweise bin es immer noch. Und das ist eigentlich auch einer der häufigsten Workshops, die gebucht werden. Also Cybermobbing, Jugendliche im Strafrecht. Ja, wir haben auch noch einige zivilrechtliche Workshops, die immer wieder gebucht werden. Zum Beispiel Recht im Alltag. Da machen wir wirklich vertragsrechtliche Basics. Was ist überhaupt ein Vertrag? Weil viele Jugendliche denken, nur wenn sie etwas unterschreiben, ist es ein Vertrag. Hingegen auch, wenn sie sich im Supermarkt Süßigkeiten kaufen, schließen sie einen Vertrag ab und das ist vielen nicht klar. Okay, ja, das ist sicher ganz gut, mal ein Basiswissen in der Gesellschaft, vor allem bei den Jugendlichen, zu schaffen. Wie ist das eigentlich vom Vortragenden her? Also angenommen,
ein Student kommt zu euch, findet das super toll und möchte auch an Schulen vortragen. Muss er sich irgendwie qualifizieren? Muss er die muss er die bestimmte Prüfung, über die er dann spricht, also wenn er Zivilrecht unterrichtet, muss er die dann schon geschafft haben? Oder wie genau, was ist da die Grundvoraussetzung bei euch? Nein, er muss nicht die spezielle Prüfung schon haben, allerdings den ersten Abschnitt. Okay. Und quasi auch für Studenten an der WU die Einführung. Sie müssen dann im Hauptteil ihres Studiums sein. Denn nur wer schon ein bisschen rechtliches Grundwissen hat, kann auch welches vermitteln. Mhm. Allerdings sind unsere Workshops auf einfachem Niveau. Das ist auch das Ziel dahinter. Es soll möglichst einfach sein. Es soll nur um das Wesentliche gehen. Und wir bieten den Speakern noch viele zusätzliche Materialien zur PowerPoint-Präsentation. Da können sie sich nochmal einlesen und dann gut etwas vortragen, auch wenn sie die MP-Strafrecht beispielsweise noch nicht haben. Es ist auch so, dass wenn sich ein Speaker dazu entscheidet, er möchte gerne jetzt noch einen anderen Workshop gerne halten, dann wendet er sich eben an den besagten Director des Workshops, geht mit ihm nochmal alle Unterlagen durch und hält quasi einen Probelauf vor dem Director und wird dann auch für diesen Workshop freigeschalten. Das heißt, im Grunde genommen kann man bei uns als Speaker von einem Workshop bis hin zu 5 oder 6 halten, je nachdem, wie viele man halten möchte und für wie viele man sich interessiert. Okay, und wie läuft das jetzt also ab? Man ist eine Schule, beispielsweise eine Schule im 17. Wiener Gemeindebezirk, möchte für die 6. AHS einen Vortrag über Zivilrecht oder über die Grundlagen des Vertragsrechts oder die Grundlagen des Zivilrechts. Wie genau läuft das ab? Rufen die dann bei euch an und ihr macht euch einen Termin aus und dann schickt ihr jemanden hin? Wir haben das Ganze schon etwas automatisiert. Und zwar haben wir ein Workshop-Anfrageformular auf unserer Website www.legalliteracy.at. Dort können Schulen eine Anfrage stellen. Sie füllen dort alle Informationen aus, die wir benötigen, wo sie sind, zu welchem Datum, ob sie Alternativtermine anbieten können, welches Thema sie möchten, wie groß die Teilnehmeranzahl ist. Das Formular wird an uns abgeschickt. Und dann geht es weiter an unsere Workshop-Koordination. Das ist ein Posten im Vorstand. Und die zwei, es sind zwei bei uns im Vorstand, kümmern sich um die Anfrage, die suchen Speaker, antworten der Schule, ob der Termin möglich ist und schicken dann die Speaker zum besagten Termin an die Schule. Wie viele Leute sind insgesamt im Vorstand? Wir sind zu 6. Zu 6. Und ist das dann entgeltlich oder unentgeltlich? Nein, das kostet alles gar nichts. Wir sind ja, wie gesagt, ein gemeinnütziger Verein. Wir machen keinen Gewinn. Wir schauen, alles, was wir an Geld bekommen, dass wir das wirklich direkt für unsere Mitglieder ausgeben oder für Workshop-Materialien verwenden. Und da brauchen wir auch gar nicht viel. Mhm. Okay, also die beiden gängigsten sind also Strafrecht und Zivilrecht aktuell. Oder gibt es noch ein weiteres Fach, das ihr viel unterrichtet? Genau, gefragt ist auch Datenschutz. Okay. Meist gebucht ist, glaube ich, Jugendliche im Strafrecht und Cybermobbing. Eine Zeit lang war MyEurope, Leben in der EU, sehr gefragt. Immer wenn es EU-technisch etwas Neues gibt, dann ist der Workshop eher gefragt. An polytechnischen Schulen oder an Berufsschulen ist oft Arbeitsrecht gefragt. Es kommt also auch auf den Schultyp an. Und jetzt nur, dass man sich eine Vorstellung machen kann, wie viele Vorträge werden denn gehalten im Monat, pro Woche, pro Tag? Also wir rechnen das immer aufs Jahr gesehen, da natürlich in den Schulferien keine Workshops gehalten werden. Mhm. Und im Jahr kommen wir auf über 100 Workshops. Nur momentan ist es etwas schwieriger. Momentan haben wir wenig Workshop-Anfragen. Allerdings beschäftigen wir uns jetzt auch damit, unsere Workshops auf online umzustellen, um die Zeit zu nutzen. Okay, cool. Also das heißt, ihr digitalisiert eure Inhalte und schaut, dass ihr quasi Corona-safe unterwegs seid. Genau, wir hatten auch schon unseren ersten Online-Workshop. Da
Da haben wir das Ganze über Zoom abgehalten. Mhm. Die Schülerinnen und Schüler sind ja ganz normal in ihrer Klasse. Die haben dann dort einen Laptop so aufgestellt, dass wir möglichst die ganze Klasse sehen können. Und unsere Speaker sind zu Hause und teilen ihre PowerPoint-Präsentation. Die sehen die Schülerinnen dann auf der Leinwand. Das funktioniert auch sehr gut. Und wenn sie Fragen stellen möchten, kommen sie vor zum Laptop und stellen eine Frage. Die interaktiven Elemente sind natürlich ein bisschen schwieriger. Ein paar Sachen funktionieren, aber trotzdem. Wir machen zum Beispiel ein Quiz. Okay. Und wie ist da die Resonanz bei den Schülern? Wie kommt eigentlich das ganze Projekt an? Bisher sehr gut. Wir haben Feedback-Fragebögen. Die teilen wir immer am Ende der Stunde aus. Und meistens kreuzen die Schülerinnen an, dass sie recht nicht interessiert, dass das eine sehr trockene Materie ist für sie. Und bei den Kommentaren schreiben sie aber, dass sie es sehr spannend fanden, dass sie jetzt etwas über ihre Rechte erfahren haben, dass sie es cool finden, dass so junge Erwachsene sie mal unterrichten, dass Studentinnen bei ihnen sind. Wir haben da oft sehr positive Erfahrungen. Ich glaube, du hast auch schon einige Workshops gehalten, du hast auch schon viel Feedback bekommen. Ja, absolut. Und ich finde, dass das Feedback großartig ausgefallen ist, jedes Mal. Am allerhäufigsten lese ich, es hätte mir besser gefallen, wenn der Workshop länger gedauert hätte. Das ist tatsächlich so. Und ich hebe mir die Feedbackbögen auch auf, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Geste. Wir haben auch in einer außerschulischen Einrichtung mal einen selbstgebackenen Butterzopf mitbekommen. Wir bekommen regelmäßig Schokolade als Dankeschön. Und was für mich persönlich eine sehr große Bereicherung als Speaker ist, ist zu sehen, dass sich die Schülerinnen und Schüler öffnen während des Workshops. Vor allem, also wie gesagt, ich halte Workshops zum Thema Cybermobbing und das ist eine Materie, die doch sehr aktuell ist und auch ein Thema, das sehr, sehr viele betrifft, auch unmittelbar oder mal betroffen hat. Und ich bekomme mit regelmäßig, dass die Schülerinnen und Schüler den Workshop zum Anlass nehmen und sich selber öffnen und eigene persönliche Erfahrungen mitteilen. Weil im Grunde genommen kann ja auch nur bewältigt werden, was auch mitgeteilt wird. Und in den Pausen kommen sie dann oft auf einen zu und möchten auch mal einen persönlichen Rat haben. Oder sehr, sehr oft sind viele auf mich zugekommen, um sich einfach über das Jus-Studium zu erkundigen, was für mich dann natürlich einfach ein super tolles Gefühl ist, also sehr, sehr befriedigend, weil man dann einfach, man kann dann wirklich besten Gewissen sagen, das Ziel ist absolut erreicht. Super, ja. Stichwort Cybermobbing, hat es da nicht jetzt ein größeres Gesetzespaket dazu gegeben? Hast du das quasi dann am nächsten Tag gleich eingebaut oder wie hast du das da gemanagt? Ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, also in der der gesamte Vorstand drinnen ist. Und da habe ich gleich in der Früh, als ich dann den Artikel in der Zeitung darüber gelesen habe, habe ich das gleich in die Gruppe geschickt und gesagt, Leute, da müssen wir uns mal zusammensetzen und drüber quatschen, wie wir das integrieren können in die bestehenden Workshops. Momentan ist es eben ein bisschen schwierig, weil wir müssen erst auf online umstellen. Der Cybermobbing-Workshop ist noch nicht auf online umgestellt, ist aber gerade in Bearbeitung und das fließt auf jeden Fall mit ein. Wie lange dauert denn so ein Workshop? Wir haben Workshops zwischen 2 und 3 Stunden. Zumal ich sagen muss, Cybermobbing unter 3 Stunden ist sehr schwierig, weil ja auch das Interesse sehr hoch ist und zwischendurch sehr viele Fragen gestellt werden. Und als interaktives Element haben wir bei Cybermobbing ein kleines Prozessspiel, beziehungsweise die Jugendlichen müssen einen Fall selbstständig ausarbeiten und versetzen sich dann in die Rolle eines Richters oder einer Richterin und beurteilen das. Und da achten wir wirklich darauf, dass sie auch die Argumentation am Lernen. Das heißt, sie stellen sich dann hin nach der Ausarbeitung und dann gibt es ja, er hat sich nach dem Tatbestand strafbar gemacht oder eben nicht und begründen das dann auch. Mhm. Und das dauert natürlich alles. Also man muss sich da auch Zeit nehmen, damit das Ziel auch erreicht werden kann. Jetzt würde mich jetzt vielleicht auch interessieren, weil du es erwähnt hast, das Cybermobbing, sind das eigene Bestimmungen im StGB? Gibt es da ein eigenes Gesetz dazu? Ja, es gibt ein eigenes Gesetz dazu seit dem 01.01.2016, den Paragraph 107c StGB.
Und da hat Österreich auch eine Vorreiterrolle mit der Erlassung dieses Gesetzes eingenommen. Was besagt das inhaltlich? Weißt du das zufällig auswendig? Ja, weil wir genau den Paragraph 107c StGB auf einer Folie haben und ihn dann wirklich komplett aufschlüsseln eigentlich gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern. Und er besagt, dass wer im Wege einer Telekommunikation oder unter Verwendung eines Computersystems eine Person in einer Weise beeinträchtigt, die ihre Lebensführung beeinträchtigen könnte, sich eben strafbar machen kann. Und das muss aber längere Zeit hindurch erfolgen. Und wie gesagt, wir gehen diesen Tatbestand mit den Schülerinnen und Schülern Satz für Satz durch und erklären, was das bedeutet. Und da gibt es innerhalb des Tatbestands, drinnen steht, für eine größere Anzahl an Menschen. Und dann fragen wir immer sehr gespannt, ja, was denkt ihr denn, wie viele Menschen, was stellt sich der Gesetzgeber da vor? Und dann kommt meistens eine Anzahl im Sinne von 100 oder 200 oder wirklich weit darüber hinaus. Mhm. Und dann staunen alle, wenn wir sagen 10. Ja, das ist natürlich, ist das eigentlich gesetzlich festgelegt oder ist das Judikatur, herrschende Lehre? Es ist ein Richtwert, der variieren kann. Okay. Da streiten sich auch die Gemüter. Wie viele Personen es dann tatsächlich sein müssen, beziehungsweise ob ein einmaliges Veröffentlichen zum Beispiel eines expliziten Bildes ausreichend ist oder ob das tatsächlich, wie es auch im 107c steht, längere Zeit hindurch fortgesetzt werden muss. Mhm. Also da gibt es auch in der Lehre sehr viel Diskussion. Und Rechtsprechung, dadurch, dass es ein doch sehr, sehr junges Gesetz ist, gibt es momentan meines Wissens noch keine. Aber ich würde mich da jetzt auch nicht wirklich festlegen. Ja. Wie ist das dann mit den Schülern, wenn die dann einen Cybermobbing-Workshop besucht haben? Sind da wahrscheinlich viele Aha-Momente dabei, wo sich die meisten wahrscheinlich auch denken, okay, da wäre ein Tatbestand sogar verwirklicht, weil mich da irgendwer die ganze Zeit online auf Facebook, weiß nicht, beschimpft. Oder ein anderer, der vielleicht denkt, ach, ich sollte vielleicht nicht so viel schimpfen auf Facebook oder auf Instagram. Oder? Ja, absolut. Also wie gesagt, sehr, sehr viele finden sich da irgendwo wieder in diesen Workshops und teilen da noch wirklich persönliche Erfahrungen mit. Und es ist erstaunlich, wie viel es da eigentlich zu erzählen gibt seitens der Schülerinnen. Für uns auch natürlich sehr interessant und ein Zeichen, dass wir auf jeden Fall weitermachen müssen, um noch mehr Jugendliche zu erreichen und noch mehr Jugendliche für dieses Thema, nicht nur die Materie des Rechts generell, sondern auch für mich persönlich eine Herzensangelegenheit für Cybermobbing zu sensibilisieren. Wie ist eigentlich eure Community aufgebaut? Unsere Community ist tatsächlich bunt durchgemischt. Hier sitzen auch, also die Wanda und ich, wir sind auch zwei Persönlichkeiten, die unterschiedlicher nicht sein könnten von ihren Zielen. Die Wanda hat vorhin schon gesagt, sie ist auf der Suche nach einem alternativen Beruf. Für mich ist klar, ich bleibe auf jeden Fall in der Anwaltei. Und so ist eigentlich unsere gesamte Community aufgebaut. Aber wir haben eine sehr große und sehr starke Community, die sehr oft sehr viel miteinander zusammen unternimmt. Wir hatten auch letztes Jahr im September ein Wanderwochenende. Sehr spannend, sehr schön. Und es ist immer wieder schön, wenn so viele unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenkommen, die aber das gleiche Ziel verfolgen. Und es entstehen auch wirklich großartige Freundschaften innerhalb des Vereins, die auch weit darüber hinaus gepflegt werden. Und das ist immer sehr, sehr schön zu sehen. Ja, ich muss sagen, gerade am Juridikum ist es oft nicht so einfach, auf andere Studierende zuzugehen, da die Atmosphäre manchmal kalt sein kann und die Vorlesungen stark besucht sind. Doch durch den Verein habe ich so viele engagierte Studierende kennengelernt. Jetzt treffen wir uns zu monatlichen Stammtischen. Wir gehen aber auch gemeinsam auf den Juristenball oder veranstalten mal ein Badminton-Turnier. Also es ist für jeden was dabei und es ist auf jeden Fall schön, ja, andere Studierende in seinem eigenen Studium zu haben. Wanda, bei dir ist das so, du unterrichtest unter anderem Zivilrecht auch. Wie ist das da? Wie erklärst du dann, sage ich jetzt einmal, jungen Schülerinnen und Schülern, wie das Gewährleistungsrecht funktioniert? Wie machst du das am besten?
Genau, also der Workshop heißt Recht im Alltag. Und zuerst besprechen wir mal, wann überhaupt ein Vertrag zustande kommt. Da erkläre ich Ihnen dann so, ja, eine übereinstimmende Willenserklärung heißt es. Das heißt, ich möchte etwas, der andere möchte das Gleiche und dann haben wir einen Vertrag. Wir müssen das nicht aufschreiben. Da sind dann immer alle ganz erstaunt, denn ich stelle als Vorfrage, wann ist denn etwas ein Vertrag? Habt ihr diese Woche schon einen Vertrag abgeschlossen? Und alle sagen immer nein. Nein, das haben wir nicht. Und dann kommen sie drauf, dass jeder von ihnen schon einen Vertrag abgeschlossen hat. Ja. Und dann ist Gewährleistung für sie auch immer sehr spannend, denn jeder von ihnen hat ein Handy. Jeder von ihnen hatte schon Probleme mit dem Handy. Und dann erklären wir auch anhand des Beispiels Handy, wann ist es denn euer Problem oder wann könnt ihr einfach zum Händler gehen und sagen, das funktioniert nicht, ich möchte ein neues. Und da haben die meisten auch gar keine Ahnung, obwohl es ja wirklich essentiell ist und uns so oft betrifft. Okay, na, auf jeden Fall ziemlich spannend, das Jugendlichen zu erklären, die da noch nie etwas darüber gehört haben, dieses Aha-Erlebnis, dass wenn man irgendwann einmal am Juridikum studiert, wird man schon irgendwann einmal hören, okay, wird man schon im Vorfeld gehört haben oder beim Selbststudium des Skripts, ah, okay, Vertrag, übereinstimmende Willenserklärung und so weiter. Aber als Jugendlicher, der zum ersten Mal erfährt, okay, ich habe diese Woche eigentlich schon 24 Verträge abgeschlossen, weil ich mir beim Billa zumindest schon 7 Wurstsemmeln gekauft habe oder was auch immer, dann ist das ein cooles Aha-Erlebnis, das man da miterlebt, oder? Ja, auf jeden Fall. Und es sind nicht nur Schülerinnen. Ich habe auch Bekannte, die sich mit solchen Sachen nicht auskennen. Auch Bekannte, die nicht wirklich wissen, ab wann ist etwas ein Vertrag. Eine Freundin hat mal gemeint, ihr Mietvertrag sei illegal. Und ich so, warum ist denn dein Mietvertrag illegal? Und sie, ja, naja, wir haben nie was aufgeschrieben. Und ich so, das ist kein Problem. Du kannst diesen Mietvertrag auch mündlich haben. Du wohnst da nicht illegal. Es ist in Ordnung, dass du da wohnst. Weil sie hatte einen Untermietvertrag nur über ein WG-Zimmer und sie haben das mündlich ausgemacht. Aber sie hat monatlich ihre Miete überwiesen und das Zimmer genutzt und dadurch war es kein Problem. Genau, also das ist natürlich etwas, das viele nicht wissen. Und da finde ich es umso toller, dass es euch gibt vom Legal Literacy Project, die hier Klarheit schaffen. In diesem Sinne möchte ich vielleicht auch gleich in unser drittes und letztes Kapitel übergehen. Tipps und Tricks. Was würdet ihr unseren Zuhörerinnen, darunter sind Juristinnen, aber auch Nicht-Juristen mit einbegriffen, was würdet ihr denen empfehlen? Was habt ihr da für Tipps, die ihr denen mitgeben könnt? Ja, also zunächst mal möchten wir allen Juristinnen wirklich empfehlen, ganz nach unserem Motto, Making Law Simple, drückt euch einfach aus, es ist nicht alles wie an der Universität, Recht muss nicht immer kompliziert sein, versucht euren Bekannten oder gerade wenn ihr mal mit Kindern zu tun habt, es einfach zu erklären. Auch das ist möglich. Und ich würde gerne sowohl Juristinnen als auch Nicht-Juristen weitergeben, offen zu sein, insbesondere eben Nicht-Juristen, wirklich offen zu sein, für die Materie zugänglich zu sein, weil nur wer seine Rechte kennt, kann diese auch wahrnehmen. Und dieses Denken ein bisschen abzulegen, ach, das ist doch viel zu kompliziert, da kommt doch eh nichts dabei raus. Weil wenn man es nicht versucht, dann weiß man es schlicht und einfach gar nicht. Also wirklich offen zu sein und offen und zugänglich für die Materie des Rechts zu sein. Wie geht es eigentlich mit dem Legal Literacy Project weiter? Gibt es da noch Entwicklungsaussichten? Wollt ihr noch größer werden? Habt ihr noch größere Ambitionen? Wir versuchen natürlich, uns stetig weiterzuentwickeln und haben immer wieder neue Visionen. Momentan arbeiten wir daran, mehr Speaker zu gewinnen. Wir haben unseren Jahrgang und unsere Lehrveranstaltung im September stark beworben und wir haben auch wirklich so viele Bewerbungen, dass wir mehr nicht nehmen könnten, weil unsere Kapazitäten an der Uni nicht größer sind. Und wir freuen uns sehr darüber. Jetzt möchten wir neue Mitglieder am Verein halten. Wir möchten ihnen zeigen,
was für einen Sinn LLP hat, was für Auswirkungen es in den Schulklassen hat. Und gleichzeitig möchten wir auch LLP über Österreich möglichst ausweiten. Der letzte Standort Klagenfurt wurde erst im März gegründet. Es bestehen auch schon Überlegungen, in Innsbruck einen Standort zu gründen. Und wir freuen uns auf weitere Jahre und wünschen auch unseren Nachfolgern viel Glück. Und wir sind, denke ich, immer mit Herz dabei. Ja, super. Absolut, ich schließe mich der Wanda voll und ganz an. Für mich ist es auch persönlich ein großes Anliegen, die Mitglieder noch stärker an den Verein zu binden und einzubinden. Und wünsche auch unseren Nachfolgern und allen zukünftigen und auch momentan bestehenden Speakern alles, alles Gute. Und noch ein großes Dankeschön würde ich auch gerne aussprechen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich so viel Zeit nimmt, dass man so viel Freizeit in dieses Projekt investiert, auch seitens unserer Speaker und Speakerinnen. Denn wie gesagt, das machen alle ehrenamtlich. Die nutzen ihre freien Lernvormittage zum Beispiel, um an die Schulen zu gehen. Also dafür mal ein ganz großes Dankeschön unsererseits, weil ohne unsere Speaker könnten wir unser Ziel nicht erfüllen und das könnten das rechtliche Grundwissen eben in der Gesellschaft nicht fördern. Und das macht sich sicher auch gar nicht mal so schlecht im Lebenslauf, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, natürlich kommt sowas top im Lebenslauf, denn auch wer das Studium möglichst schnell durchgebracht hat und schon wo gearbeitet hat, wenn ehrenamtlich gar nicht was steht, es ist richtig im Trend momentan, sich ehrenamtlich wo zu engagieren. Wobei ich sagen muss, es geht wirklich nicht darum, es im Lebenslauf zu haben, sondern um den Sinn dahinter. Und man merkt auch, dass wenn mal Bewerbungen von Studierenden kommen, die es nur im Lebenslauf haben wollen, dass die Ausbildungsphase absolvieren und dann sehen wir sie nie wieder. Und das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Deswegen gibt es in unserer Bewerbungsphase auch ein Motivationsschreiben, das abzuschicken ist. Unsere Bewerbungsphase für dieses Jahr ist schon abgelaufen. Wir freuen uns auf Bewerbungen im September und zwar unter www.legalliteracy.at/Bewerbung. Dann kommt ihr direkt zu unserem Bewerbungsformular und könnt euch entweder für den Jahrgang oder für die Lehrveranstaltung anmelden. Wenn ihr sehr ambitioniert seid und sofort schon mitmachen wollt, es gibt im Sommersemester nochmal die Lehrveranstaltung. Das geht natürlich nur für Studierende an der Universität Wien. Okay, also in diesem Sinne möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei euch beiden. Liebe Wanda, liebe Zivi, danke für dieses tolle Interview. Und ich möchte mich auch entschuldigen, falls irgendwie im Hintergrund viele Kaffeemaschinengeräusche oder Gäste zu hören sind. Wir sind nämlich in einem Kaffeehaus. Aber ich finde, das hat auch eine ganz nette Atmosphäre geschaffen. Auf jeden Fall, wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir da sein durften, dass wir unser Herzensprojekt vorstellen durften. Vielen Dank an dich. Auch von mir herzlichen Dank für deine Zeit und für die Einladung. Wir freuen uns sehr, Teil dieses großartigen Podcasts zu sein. Und ja, was raten wir den Zuhörern? Dranbleiben.